Das kann Fabian Schmutzler keiner mehr nehmen. Ja, jetzt komm, mach's jetzt. Komm, rein jetzt. Und jetzt, bam. Da ist sie! Die erste 180 von Fabian Schmutzler. Das erste Maximum im Alexandra Palace. Dazu ein Walk-on auf die größte Dartsbühne der Welt. Die Nervosität beim 16-Jährigen vorhanden, auch weil Debütgegner Ryan Meikle sicher die Doppel trifft, gleich die ersten 4 Lecks in Folge und somit auch den ersten Satz gewinnt. Dann kommt der 16-Jährige, der zweitjüngste WM-Teilnehmer aller Zeiten, bei der Darts-WM an. Die nächste 180 und das Finish auf dem Lieblingsdoppel, der Doppel 18. Einige Chancen verbaut sich Schmutzler selbst. Mit einer Schwäche auf die großen Singlefelder und muss so 3 Matchstarts von Meikle tatenlos zusehen. Die Chance, das Match noch zu verlängern, mit dem ersten Dart genutzt. Applaus von den Eltern. Und das nächste Leck folgt sogleich, dieses Mal auf Tops zum 2:2 und der Chance auf den Satzgewinn. Doch Ryan Meikle zeigt seine ganze Klasse, spielt erst 5 perfekte Darts und macht dann mit seinem 7. Matchstart über die Doppel-5 alles klar. Eine 0:3 Niederlage für Schmutzler, aber 3,180, ein Average von fast 90, also ein beeindruckendes Debüt bei der Darts-WM für den zweitjüngsten Teilnehmer aller Zeiten.